Ich hab dir was Feines mitgebracht. Komm, komm, na komm doch. Wird's schmecken. Darf ich mir eine Frage erlauben? Ja, was ist denn? Wie steht's denn an der Front? Noch nicht bald zu Ende? Ach Mensch, Baumann. Zu Ende ist es schon lange. Es fragt sich nur, wann endlich Schluss sein wird. Deutschland im Jahre Null. Der Krieg war vorbei. Der Frieden forderte Privatinitiative. Ein Volk besann sich auf seine individuelle Kraft. Ich habe die Leute herübergebracht und ich muss ihnen helfen, sich eine Existenz aufzubauen. Die sitzen hier auf meinem Grund und Boden und vertrauen auf mein Wort. Was soll werden, wenn ich die im Stich lasse? Du lässt den Herrn Baron in Ruhe, verstehst? Er tut genug für uns! Klar, er zahlt dir die paar Kröten, damit du die Leute hier richtig schikanieren kannst! Geht's aber raus! So bist du mit mir nicht fertig, du! So nicht! Ja, wie haben wir's denn, hä? So, der Aufbau war gemeinsame Sache. Aber damals, als Deutschland demokratisch laufen lernte, machten schmierige Typen schmutzige Geschäfte. Seit Jahren könnte das Schloss hier uns gehören. Aber du traust dich ja nicht, du Waschlappen. Hat er nicht geschossen? Da unten! Polizei! Großvater, wie kommen denn die Tränen da rein? Die Tränen? Die hat die heilige Hedwig geweint. Die Schutzpatronin von Schlesien. Hat die auch weggemusst? Nein, die ist lange tot und im Himmel. Hm? Na, warum weint sie denn, wenn sie im Himmel ist? Die weint über die vielen Leute, die ihre Heimat verloren haben. Und über die anderen, die sie nicht finden können. Hast du dich etwa in den Burschen verliebt? Verliebt? Der ist mir so egal wie nur was. Du glaubst gar nicht, wie gleichgültig er mir ist. Nein, das glaube ich allerdings wirklich. Vorsicht! Nein! Doch! Du glaubst wohl, du hast Inge vor dir, hä? Marianne, du bist ja eifersüchtig. Du bist ja großartig. Klaus Holm, Sabine Bethmann, Gerd Fröbe, Klaus Kinski, Beppo Brehm und Rudolf Forster. Sie alle machen aus dem Bestseller Waldwinter ein Kinoerlebnis. Regisseur Wolfgang Liebeneiner drehte diesen großen Film. Waldwinter. Ein Stück Heimat wird wieder lebendig.